Sawadikap und Moinsen. Heute nicht nur Kiels coole Köpfe, sondern auch vor allen Dingen Kiels entspannte Körper. Denn ich habe mir hier heute einen Mann geholt, der auf dem internationalen Markt perfekt aufgehoben ist. Christoph Karasch, Reiseblogger aus Kiel. Moinsen Christoph, du warst schon in Thailand. Hast du das schon mal so genossen? Tatsächlich, ja. Das gehört zum Pflichtprogramm. Wenn man in Thailand, in Bangkok, wo auch immer ist, da wird ja auch am Strand, wird das überall für ein paar Baht angeboten. Und es ist göttlich, es ist schön. Ich wusste nicht, dass es das hier auf dem internationalen Markt gibt. Danke für den Hinweis. Erzähl mal, was hast du denn da so in letzter Zeit für geile Projekte gemacht? Also ich hatte gesehen, in 10 Tagen um die Welt. Erklär mir das mal, wie geht das? Ja, das war das letzte große Projekt. Da ist auch ein Buch draus entstanden, was jetzt gerade rausgekommen ist, das auch in 10 Tagen um die Welt heißt. Und ich habe genau das getan. Ich habe mich von meinen Facebook-Followern einmal um den Globus schicken lassen. Das heißt, die haben die Route bestimmt, 5 Orte auf 5 Kontinenten. Und sie haben mir Aufgaben gegeben, die ich unterwegs erfüllen sollte. Erzähl mal, gab es da auch so schöne Aufgaben wie einfach lass dich massieren? Nee, also das Schönste war tatsächlich in Kapstadt, es ist dein letzter Tag, genieße ihn und tue, was du möchtest. Das kam dem schon sehr nahe, aber ansonsten musste ich so von Türmen in Neuseeland runterspringen und musste in Las Vegas in einer Show mit auftreten und Meerschwein essen und solche fiesen Sachen. Hast du Meerschwein gegessen? Soll ich es verraten? Na, nein. Sonst kann ich nicht mehr so entspannt mit dir reden. Nein, ich hab's nicht gegessen. Okay, das klingt ja schon mal alles ganz cool so. Also ich meine, dann ist wirklich dein Alter. Ich muss mal kurz genießen einfach. Es ist auch einfach, man muss auch mal genießen können. Können wir einfach schweigen? Können wir ein schweigendes Interview machen? Ja, also massiertes Interview, man merkt schon, es gibt inhaltliche Probleme, weil wir einfach viel zu entspannt sind. Gibt es dann auch so entspannte Momente für dich auf Reisen? Also außer wenn die Leute sagen, genieß einfach mal. Wird ja immer so als Traumberuf deklariert. Und ja, ich wollte das immer gerne machen, weil ich das auch als Traumberuf bezeichnet habe. Es ist auch toll, überall unterwegs zu sein, aber es kommt halt wirklich äußerst selten vor, ich bitte jetzt um eine Runde Mitleid, dass ich mal so am Strand liegen kann oder irgendwie mich mal ausruhen kann. Das kommt nicht vor. Ich renne meistens von Ort zu Ort, um in möglichst kurzer Zeit, so ist die Vorgabe der Reisemagazine, so viel wie möglich zu sehen. Stark, dann ist es doch mal schön, wenn man hier so ein massiertes Interview genießen kann. Es ist toll und ich hab's schon immer gesagt, Kiel ist für mich der schönste Ort zum nach Hause kommen. Das trifft auf heute einfach mal noch mal mehr zu seit heute. Erzähl mal so ein bisschen, du hast ja wahrscheinlich auch schon ganz viele Kieler Wochen mitgemacht. Hast du da denn auch schon mal so ein reisendes Highlight gehabt oder hast du auch schon mal deine Stadt Kiel für deine Follower entdeckt? Habe ich tatsächlich. Ich habe, das ist ganz verrückt, mal ein Kiel-Video gedreht, weil ich dachte immer nur aus der Ferne, da kann ich auch ruhig mal einen Heimatfilm machen. Und ob du es glaubst oder nicht, da reist man das ganze Jahr über durch die Welt und versucht irgendwie exotische Orte zu zeigen. Und das erfolgreichste Video in der Karriere meines Videoblogs ist das Kiel-Video. Das wurde am meisten geklickt von allen. Ist das nicht verrückt? Das ist echt verrückt. Hast du denn da irgendwelche speziellen Highlights gezeigt? Also was ist denn dein Highlight hier in Kiel? Ich bin einfach, und deswegen bin ich auch vor ein paar Jahren rausgezogen, ich bin wahnsinnig gerne am Strand hier, am Falkensteiner Strand. Das ist für mich der Ort. Und wenn es mir da mal langweilig wird, dann nehme ich den Dampfer. Für mich ist der Dampfer über die Förde die Sehenswürdigkeit, das machst du schlechthin in Kiel, um einfach mal in einer Viertelstunde drüben in Laboe an einem anderen wunderschönen Strand zu sein. Geht's dir gut? Ja, zu gut, glaube ich gerade. Ich werde hier gleich einschlafen. Ich glaube, du musst ja gleich mal das Mikrofon übernehmen. Aber dann kannst du vielleicht unseren Zuschauern auch mal zeigen oder sagen, was an der Kieler Woche vielleicht besonders schön ist. Das hier, meine liebe Heimatstadt Kiel, verzeih es mir, dass hier endlich mal richtig was los ist. Also wir genießen ja diesen Kleinstadt-Charme in einer Großstadt, so muss man es ja sagen. Und hier ist dann einmal im Jahr, ist hier richtig Halligalli, wenn hier einfach Millionen von Menschen aus aller Welt herkommen. Das finde ich einfach toll. Ich bin dann wahnsinnig gerne hier unterwegs. Oh Mensch, ist das entspannt. So, ich denke, ihr habt gemerkt und wenn ihr ihn regelmäßig verfolgt, dann wisst ihr auch, was für ein cooler und kreativer Kopf der Christoph Karasch ist. Und ich denke, geht einfach mal, wir werden jetzt hier, glaube ich, mal den Link zu deiner Seite einblenden. Ja. Geht da einfach regelmäßig auf und folgt ihm, denn Christoph ist wirklich ein cooler und kreativer Kopf aus Kiel. Deshalb haben wir ihn heute vorgestellt. Lacon. Lacon. Oh.